Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem ausgefallenen VDMI Cloud Miro NAS RAID wiederherstellen können. NAS ist aufgrund seiner Zuverlässigkeit, Flexibilität und der Möglichkeit, von mehreren Geräten und Standorten aus auf Ihre Dateien zuzugreifen, ein recht beliebtes Speichergerät. Doch selbst bei den zuverlässigen Geräten können Probleme auftreten, die dazu führen, dass Sie den Zugriff auf Ihre Daten verlieren. Das VDMI Cloud Miro NAS ist ein praktisches und zuverlässiges Gerät, das für die Speicherung und Freigabe von Daten in Ihrem lokalen Netzwerk entwickelt wurde. Es gibt jedoch immer noch Situationen, in denen das Gerät ausfällt und Sie keinen Zugriff auf Ihre wichtigen Dateien haben. In diesem Fall schützt auch die RAID-Technologie nicht vor dem Verlust wichtiger Dateien. Im folgenden Video sehen wir uns einige Möglichkeiten an, wie Sie Dateien aus den Laufwerken eines zerstörten RAID-Verbunds retten können. Wenn das NAS nicht funktioniert, muss die Ursache für die Fehlfunktion ermittelt werden. Vielleicht ist das Stromkabel einfach beschädigt oder herausgezogen. Als allererstes sollten Sie alle Anschlüsse überprüfen. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel sicher und korrekt angeschlossen sind. Versuchen Sie es mit anderen Kabeln und Anschlüssen, um mögliche Verbindungsprobleme anzuschließen. Prüfen Sie auch, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß funktioniert, da dies die Ursache für den Ausfall sein könnte. Wenn die LEDs am Gerät leuchten, versuchen Sie, das Fenster des Gerätemanagers aufzurufen und das Gerät neu zu starten. Wenn Sie nicht auf das Gerät zugreifen können, starten Sie den Speicher über das Netzkabel hinein. Ziehen Sie das Kabel aus dem Anschluss und stecken Sie es wieder ein. Geben Sie dem NAS nach dem Neustart etwas Zeit zum Hochfahren und initialisieren. Wenn der NAS immer noch nicht reagiert, schließen Sie ihn an einen anderen Computer an oder verwenden Sie eine andere Netzwerkschnittstelle. So können Sie mögliche Computer- oder Netzwerkprobleme anschließen. Sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass bei dem Versuch, Daten von einem aufgefallenen NAS wiederherzustellen, immer das Risiko eines Datenverlusts besteht. Daher ist es wichtig, Ihre Daten regelmäßig zu sichern, um einen Datenverlust im Falle eines Hardwareausfalls zu vermeiden. Wenn ein NAS ausfällt, wird das Netzlaufwerk unzugänglich, was zu ernsthaften Problemen führen kann. Alle Dateien, die zuvor aus den Datenträgern gespeichert waren, werden für die Benutzer unzugänglich. Dies kann katastrophale Folgen haben, vor allem wenn diese Datenträger wichtige Daten enthalten, darunter persönliche Dateien, Fotos, Videos oder Dokumente. Obwohl die Dateien physisch auf den Datenträger verbleiben, ist es unmöglich, sie abzurufen, wenn sie direkt an einen Computer angeschlossen sind. Das liegt daran, dass die Daten aus NAS-Laufwerk in der Regel in einem speziellen Format organisiert sind, das für einen normalen Computer unverständlich ist. Außerdem können die Datenträger unterschiedliche RAID-Konfigurationsmethoden verwenden, was den Prozess der Datenwiederherstellung erschwert. In solchen Fällen ist eine spezielle Software erforderlich, um den Zugriff auf die Dateien wiederherzustellen. Bevor wir uns mit der Wiederherstellungssoftware von Drittanbietern befassen, sehen wir uns zum allgemeinen Verständnis der RAID-Technologie an, wie Sie den RAID-Tube auf diesem NAS ändern können. Rufen Sie die NAS-Verwaltungsschnittstelle auf. Öffnen Sie dazu einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres NAS in die Adressleiste ein. Geben Sie Ihre anmeldenden Daten, Login und Passwort ein. Öffnen Sie den Bereich Speicher RAID. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche RAID-Modus ändern. Als Ergebnis sehen Sie ein Warnfenster, klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Dieses NAS bietet die folgenden RAID-Level zur Auswahl: Gboard, Spanning, RAID 0 und RAID 1. Der RAID-Array wird bei der Ersteinrichtung des NAS konfiguriert. Wählen Sie den RAID-Tube, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Weiter. Warten Sie im nächsten Schritt, bis die Überprüfung der Datenträger angeschlossen ist und klicken Sie erneut auf Weiter.
Wie Sie sehen können, werden bei diesem Vorgang alle auf dem Disk gespeicherte Informationen gelöscht. In diesem Fall verlieren Sie alle Daten, die auf dem vorherigen Disk-Array gespeichert waren. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Weiter und Fertigstellen, um den Vorgang abzuschließen. Warten Sie auf den Anschluss des neuen Aufbaus. Nach der Initialisierung und Formatierung wird das Netzlaufwerk im Netz angezeigt. Abschließend möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Daten von einem nicht funktionierenden NAS mit Hilfe von Drittanbieter-Software wiederherstellen können. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die NAS-Funktionalität wiederherzustellen oder es keine solche Möglichkeit gibt, verwenden Sie ein spezialisiertes Programm zur NAS-Datenwiederherstellung Hetman RAID Recovery. Mit Hetman RAID Recovery können Sie Festplatten von einem ausgefallenen NAS scannen und verlorene Dateien wiederherstellen. Das Programm unterstützt verschiedene RAID-Level und Dateisysteme und ist damit eine universelle Lösung für die Wiederherstellung von Daten von verschiedenen NAS-Modellen. Es hilft Ihnen bei Pannen, Hardwarefehlern, Formatierungen und Dateisystembeschädigungen auf Ihrem NAS. Das Dienstprogramm führt eine eingehende Analyse des Festplattenspeichers durch und stellt Daten selbst in komplexen Fällen wieder her. Es verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die es auch unerfahrenen Benutzern ermöglicht, einfach zu navigieren und die erforderliche Datenwiederherstellungssoftware durchzuführen. Um auf die Laufwerke zu zugreifen, müssen Sie aus dem NAS-Gerät entfernen. Und direkt an einen Windows-Computer anschließen. Bei RAID 0 und RAID 1 ist das Betriebssystem nicht in der Lage, den Inhalt der Laufwerke anzuzeigen. Sie werden in der Laufwerkverwaltung als nichts erkannt oder RAW angezeigt. Wenn das Betriebssystem Ihres Computers Sie in der Laufwerkverwaltung auffordert, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, tun Sie dies nicht, da dadurch die Daten vollständig gelöscht werden können und eine Wiederherstellung schwierig ist. Laden Sie die Software Hetman RAID Recovery herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer. Wenn Sie das Programm starten, scannt es automatisch die an Ihren Computer angeschlossenen Laufwerke und setzt das zerstörte RAID auf Ihnen wieder zusammen. Im Hauptfenster des Programms sehen Sie den zusammengesetzten RAID-Array. Um die benötigten Dateien zu finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition und dann auf Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, schneller Scan oder vollständige Analyse. Für die meisten einfachen Situationen reicht ein schneller Scan aus, da diese Art der Analyse weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das Programm die gewünschte Datei nicht findet, führen Sie die vollständige Analyse durch. Gehen Sie zurück zum Hauptfenster des Programms, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Reanalyse. Vollständige Analyse. Geben Sie das System an und klicken Sie auf Weiter. Das Programm speichert die gesamte Struktur der Dateien und Ordner, sodass es einfach ist, die benötigten Dateien zu finden. Öffnen Sie den Ordner, in dem die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, gespeichert wurden. Wie Sie hier sehen können, ist eine Vorschau der Datei verfügbar. Wenn Sie auf eine Datei klicken, wird Ihr Inhalt in diesem Fenster angezeigt. Dateien, die zuvor gelöscht wurden, sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Das Programm hilft Ihnen auch dabei, versehentlich gelöschte Daten wiederherzustellen. Wählen Sie nun alles aus, was Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie einen Ort an, an dem die Dateien, der Datenträger und der Ordner gespeichert werden sollen, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Achten Sie darauf, dass es sich um ein anderes Laufwerk oder einen anderen Computer handelt, damit die ursprünglichen Daten nicht überschrieben werden. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in dem zuvor angegebenen Ordner. Das Programm ist in der Lage, Daten von jedem der von Geräten unterstützten RAID-Levels wiederherzustellen. Wie Sie sehen können, ist die Wiederherstellung von RAID 1 und RAID 0 möglich. Auf die gleiche Weise können Sie Daten von Reboot- und Span-Konfigurationen wiederherstellen.
Wir haben die Schritte zur Wiederherstellung verlorener Daten von einem RAID-Arrays im Falle eines Nachspeicherausfalls im Details beschrieben. Wir hoffen, dass unser Video Ihnen geholfen hat, zu verstehen, wie Sie Daten wiederherstellen können, wenn Ihr WD-MindCloud-Büro abstürzt. Und denken Sie daran, regelmäßige Datensicherung ist die beste Methode, um Datenverlust zu verhindern. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.